Duell. Und los geht's! Spannung, Spaß und super Stimmung mit Werner und seinen beiden Familien. Links aus Ratingen unsere titelverteidige Familie Moore, Joanna, Claire, Clive, Celia und Josephine. Zum Duell gefordert von Familie Peters aus Niederkrüchten, Dominik, Peter, Bernhard, Christoph und Susanne. Unser Familienoberhaupt fehlt noch, hier ist er. Hier ist Werner! Hallo! Hi. Hallo! Herzlich willkommen zu Hause, herzlich willkommen im Studio. Stimmung ist gut. Sehr gut. Seitdem es das Familienduell gibt, ist er noch nicht mal ein Jahr alt, hat sich schon der Umsatz der Tiefkühlkostindustrie teilweise in Deutschland, regional verschieden, um über 20% gesteigert. Nachdem mir viele schreiben, warum das so ist, jetzt weiß ich es natürlich. Ne? Mittags bleibt die Küche kalt, aufgefroren, Mikrowellenverbrauch steigt auch. Die goldene Mikrowelle habe ich ja schon. Vielleicht kriege ich auch den Tiefkühlbeutel in Gold demnächst. Mal sehen. Ich steigere den Umsatz und unsere Kandidaten verringern den Umsatz von RTL Plus, denn die können viel gewinnen. Ne? 10.000 Mark gleich beim ersten Mal, wenn sie ins Finale kommen. Schaffen das fünfmal, haben sie die Chance. 100.000 Mark zu gewinnen. Jawohl. Und wir haben neue Herausforderer. Unsere Familie Peters aus Niederkrüchtern, habe ich wieder trainiert, gegen unsere Titelverteidiger aus Ratingen, Familie Moore. Also sagen wir, oh, alle groß, sehe ich schon. Ja. Niederkrüchtern? Niederkrüchten. Krüchten? Ja. Liegt? Zwischen Mönchengladbach und der holländischen Grenze. Mhm, also Borussia Mönchengladbach-Fan. Genau, alle. Alle? Ja. Die einzelne Dame auch. Hier sind auch noch ein paar Fans hier. Ja. Gut. Bei euch soll es auch in dem Ort die Weltmeisterschaft im Fingerschnipsen geben. Ist das so? Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, du bist sehr gut irgendwie? Ja, es geht so. Es ist keine Besonderheit. Wie? Was heißt das? So kann ja, ich auch? Nee, das ist... Ah ja! Ja, nicht schlecht. Jetzt mach's mal verbal, stell uns mal deine Familie vor. Nehmen wir meinen Bruder Peter, dann nehmen mein Bruder Bernhard, dann mein Bruder Christoph und zuletzt meine Schwester Susanne. Aus Niederkrüchten, den Namen werden wir uns merken müssen, Familie Peters. Herr Rating ist bei Düsseldorf, genau. In der Nähe vom Flughafen. Ja. Wir sind schon das dritte Mal dabei, 10.437 Mark haben Sie schon gewonnen. Ein bisschen Glück war auch dabei, ist klar. Ja. Gehen wir auch zu, ne? Ja. Was ich nicht verstehe, ich kenne Archie Moore, Roger Moore. Und wieso heißt ihr Moore? Wird genauso geschrieben. Also es kommt drauf an, wo man herkommt. Wir kommen aus Südengland und da wird es eben als Moore ausgesprochen. Aber Roger Moore ist schon richtig. Die Mutter ist ja sprachengewandt, hat mich schon kritisiert. Moore ist Roger Moore oder Roger Moore? Roger Moore. Ja. Und haben wir was Neues gelernt. Also so wie ihr. Seid ihr verwandt mit dem? Leider nicht. Wer ist so dein Typ? Ich meine, du hast ja auch so einen Kerl vom Mann zu Hause. Ja, ja, der gefällt mir schon besser. Der Kerl vom Mann zu Hause? Nein, mein Mann zu Hause, natürlich. Der ist hier, vorsichtig. Sieht zwar schüchtern aus, aber stell mir mal deine Familie vor. Das ist meine Schwester Claire mit ihrem Zwillingsbruder Clive, die kleine Schwester Celia und unsere Mutter Josephine. Aus Ratingen, unser Titelverteidiger, Familie Moore. Fertig zum Duell? Okay, startfrei zur Runde 1. Und zum Schlagabtausch hier. Dominik und Johanna, und ihr solltet in dieser Runde die 6 häufigsten Antworten finden. Mein Kommando gilt für immer bei diesem Duell. Eine Hand auf den Rücken, eine Hand schön daneben legen. Wir haben 100 Leute gefragt und ausreden lassen. Ne? Nennen Sie ein Tier, das ein gutes Gehör hat. Dominik. Die Fledermaus. Dominik sagt, die Fledermaus. Nicht schlecht. Ist noch nicht die Top-Antwort. Johanna? Der Delfin. Johanna sagt, der Delfin. Nicht dabei. Schade, ne? Spiele ich dann hier gleich weiter. Es wird noch mal länger. Ne. Bruder Peter. Ja. Hat im Augenblick, was es heute alles für neumodische Wörter gibt. Ne? Früher hat man gesagt, Volontariat, ist ja auch schon Hochdeutsch, oder Lehrlings, aber bist in einem Trainee-Programm im Augenblick, ne? Genau. In einem Kaufhaus? Kaufhaus Warenhaus ist das, ein Konzern größerer. Ja, kann ich ja nur Hertie, Karstadt und Kaufhof oder so. Oder so, ja. Ne? Und du bist bei oder so? Nein. Nee. War schon dabei. Wieso hast du eine Allergie gegen weiße Socken? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ist so rein geschmacklich. Ich schreibe mir das immer zu, dass ich da doch irgendwo einen sicheren Geschmack habe. Und irgendwo ist das am Zeitgeist vorbei. Ja. Aber gut, so meint es auch. Erdogan, ja, billig fishing for compliments hier. Aber ich habe es mir überlegt und habe mich ein bisschen anpassen wollen und habe es halb weiß angezogen. Gestalt, ja, gut. Kompromiss. Das könnte ich ja sagen, ich sage dazu gar nichts. Aber ich könnte ja jetzt sagen, wenn man so ein Trainee-Programm macht und da ist man im Kaufhaus. Geschmack. Oder so, oder wie das Kaufhaus heißt. Andere Leute haben gefragt, nennen Sie ein Tier, das ein gutes Gehör hat. Der Hund. Peter sagt, der Hund. Top Antwort. Bernhard. Ja, ich würde sagen, die Katze. Bernhard meint die Katze. Sind wir nach Meinung der 100 Leute? Darum geht's, ne? Ob's stimmt oder nicht, Christoph? Pferd. Christoph, Mann. Hm? Pferd. Erste Kreuz. Susanne. Ein Fisch. Psst. Was sagst du? Ein Fisch. Ein Fisch, sagt sie. Achtung, für euch gleich die Chance, mit nur einer richtigen Antwort die bisher 10 Punkte zu stehlen. Aber Dominik darf noch. Ein Elefant. Dominik sagt, ein Elefant. So, und jetzt haben die die Chance, mit nur einer richtigen Antwort, immerhin schon 76 Punkte zu stehlen. Hallo Joe, was meinst du? Über was dann? Habe ich nichts zu gehört. Was du? Die hört mir gar nicht zu. Oh Mann! Ein Tier sollst du nennen, das ein gutes Gehör hat, haben die anderen Leute gefragt. Ein Maus. 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 Was sagst du? Was soll ich dazu sagen? Maus. Denn ihre Antwort ist entscheidend. Sie sagt, eine Maus. Damit gehen die 76 Punkte auf euer Konto und ich bin baff und erstaunt. Schauen wir uns das nochmal an. An vierter Stelle. Fünfter, Fuchs. Und viertens, jetzt, wenn mich schon vertue. Na gut, haben wir das auch geklärt. Fertig zum Duell, dann startfrei zur Runde 2. Und zum Schlagabtausch hier der Peter und die Claire. Und ihr solltet in dieser Runde die 5 häufigsten Antworten finden. Mein Kommando gilt, eine Hand auf den Rücken, eine Hand daneben legen. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das man in der Nähe eines Bettes hat. Peter, schneller. Der Wecker. Peter meint, ein Wecker. Top Antwort. Spiele gleich weiter. Verheiratet ist er, 2 Kinder hat er, weiß ich. Und bist, glaube ich, vom Beruf Tischler? Tischler, genau, richtig. Das heißt, du hast die ganze Familie schon mit Tischen, Stühlen und was es da alle gibt. Oh Gott, nee, Himmel nicht, nee. Wie Gott, Himmel nicht? Was, wie, was, los? Ich sehe ja für mich selber kaum, was ihr macht. Also, das ist so, ist ja so, wenn man zu Hause was macht, dann, also Betrieb was macht, dann macht man nicht zu Hause. Also, du machst ja zu Hause auch keine Moderatoren wahrscheinlich. Moderation. Nee, zu Hause bin ich still und schüchtern und sitze in der hintersten Ecke. Ja. Das ist wahr. Ja. Wieso, weiß ich gar nicht. Was du da lachst, das weiß ich überhaupt nicht. Weil das ist ein jung verheirateter, der quatscht mich doof an. Das ist ein Mitarbeiter, ist aber ein Freund. Also. Der lacht dann immer, wenn ich sage, ich sitze still und bescheiden zu Hause. Kann doch sein. Hier muss ich immer reden wie die Feuerwehr. Ne? Kann ja sein. Ja, sag mal, Handwerk hat goldenen Boden, sagt man. Ihr verdient euch undämlich, ne? Ja, wenn das mal so wäre, ne? Also, kleine Schreinerei, wir haben zu Hause eine kleine Schreinerei und das ist also nicht so wild. Ne? Ich habe vor kurzem die Stundenlöhne gesehen, du. Ah ja. Das sind auch Kosten. Ja, also Kosten, oder? Ja. Clever. Nennen Sie etwas, haben wir die anderen Leute gefragt, das man in der Nähe des Bettes hat. So, Nachttischlampe. Bernhard sagt, die Nachttischlampe. Nicht dabei. Christoph. Pantoffel. Christoph meint, Pantoffel. Hausschuhe kann man auch sagen. Susanne. Ein Buch. Susanne, ist praktisch, sagt ein Buch. Oh, hey. Dominik. Ich sag nur den Nachttisch. Dominik sagt nur den Nachttisch. Achtung, wiederum die Chance für euch gleich. Mit nur einer richtigen Antwort, die bisher 10 Punkte zu stehen. Aber ihr habt noch alle Möglichkeiten, Peter. Ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, sagt Peter. Und schauen wir wieder rüber. Ich lande wieder zuschlagen. Mit nur einer richtigen Antwort, auch 75 Punkte, könnt ihr stehlen. Also. Taschentücher. 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 Teppich. Teppich. Telefon. Telefon. Oh, da ist viel im Angebot, Johanna. Aber um deine Entscheidung geht's. Was würdest du sagen? Du musst es jetzt sagen.
Die Taschentücher. Johanna sagt, die Taschentücher. Manchmal muss ich da wirklich totlachen, ne? Was die anderen Leute manchmal so antworten. Eins fehlt noch. Klären wir es gemeinsam auf. An vierter Stelle. Auch die gibt's noch. Nach zwei Runden noch 0 Punkte für unsere Herausforderer Familie Peters. Bereits 151 Punkte für die Titelverteidiger Familie Mohr. Von mir die Frage fertig zum Duell. Startfrei zur Runde 3. Doppelverdienerrunde. Auf geht's. Ja, dann wollen wir doch mal, gell? So, Bernhard. Schöner Tisch, gell? Soll's. Ja. Clive ist hier und ihr sollt in dieser Runde die 4 häufigsten Antworten finden. Nur mein Kommando gilt. Wir haben 100 Leute gefragt. Was bringen Sie mit Rio de Janeiro in Verbindung? Fast gleich, aber er war schon wieder schneller. Copacabana. Ja, so ungefähr, ja. Copacabana. Ist dabei. Noch nicht die Top-Antwort. Bitteschön. Clive. Frauen. Clive meint Frauen. Nicht dabei. Dann spiele ich hier weiter. Kommt mal zu euch hier. Christoph liebt Fußball, Frau und Alkohol. Und Bier. Bier. Welche Reihenfolge? Bier, Fußball, dann Frau. Ja, das eine schließt das andere eigentlich irgendwo mal aus. Ne? Ja, ja. Obwohl, es soll ja auch Frauen geben, die trinken gerne ein Bier mit, gehen auch zum Fußballplatz, gerade zu deinem geliebten Borussia Mönchengladbach. Ja. Stehst du da wirklich so mit Fahne und mit allem drum und dran? Nee, nicht mehr. Das war früher mal der Fall in der Nachtgruppe, aber heute... Heute nicht mehr. Heute kannst du auch laut schreien? Ja. Gut. Wir haben einer Leute gefragt, was bringen Sie mit Rio de Janeiro in Verbindung? Den Zuckerhut. Christoph sagt, den Zuckerhut. Ist dabei, Corcovado. Susanne. Was meinst du? Karneval. Oh, Karneval. Das war die Top-Antwort. Dominik. Brasilien. Dominik sagt allgemein Brasilien. Erste Kreuz. Peter. Slums. Peter meint Slums. Achtung, für euch gleich die Chance. Und jetzt lohnt es sich langsam. Es sind schon 170 Punkte, die bisher erzielten Punkte zu stehlen. Aber Bernhard darf ja noch. Tja, tja. Strand. Strand. Bernhard meint einfach nur Strand. Jetzt haben die Chance schon wieder. Wie viel sind es? 170 Punkte zu stehlen. Josephine. Samba. 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 Die Entscheidung steht, was soll sie machen? Samba. Aha. Damit gehen 170 Punkte auf euer Konto. Schwein gehabt. So, eins fehlt noch. Was war denn da an vierter Stelle? Ich meine, da gibt es ja viele Strände. New Copacabana, Botafogo, Leblon, Ipanema. Und von mir der Hinweis, nach 3 Runden, der Titelverteidiger Familie Mohr hat 151 Punkte, unsere Herausforderer Familie Peters bereits 170 Punkte. Und jetzt geht es um die dreifache Punktzahl. Wer bleibt drin, wer fliegt raus? Die Entscheidung fällt in der 4. Runde im Familienduell. Und wir gehen gleich Vollgas. Denn jetzt will ich noch mal ganz schnell die Punkte wiederholen. 151 Punkte unsere Titelverteidiger Familie Mohr. Und bereits 170 Punkte unsere Herausforderer Familie Peters. Und nun die entscheidende Frage, fertig zum Duell. Startfrei zur entscheidenden letzten 4. Runde. Um die dreifache Punktzahl. Und zum Schlagabtausch hier. Der Christoph und die Silja. Gebt euch schön die Händchen. Eine Hand auf den Rücken, eine Hand daneben legen. Und jetzt solltet ihr die 4 häufigsten Antworten finden. Und dich aussprechen lassen, denn wir haben wie immer 100 Leute gefragt, welchen Körperteil lassen Sie sich am liebsten massieren? Bingo! Bingo, das war eine falsche Sendung, die musst du immer gucken, Mensch. Hier sind wir richtig. Volltreffer war's. Silja! Den Rücken. Silja sagt den Rücken. Top Antwort, spricht derlei weiter. So, jeder jetzt für sich.
Silvia, was studierst du nochmal? Wir haben ja nie so, so ernsthafte Sachen besprochen. Sozialarbeit in Düsseldorf. Ah. Ja. Willst du auch mal eine große Familie gründen, im Kindergarten oder zu Hause auch? Also zu Hause sowieso. Im Kindergarten wird das schlecht, eine eigene Familie zu gründen. Ja, man sagt ja, meine Familie, die ich betreue und so. Nee. Nee, also wenn schon eigene, nicht um die fremden Kinder kümmern. Bisschen. Natürlich, um fremde Beides. Kinder. Ja, ist ja in Ordnung. Ja. Mutter hat ja eh erst drei Enkel. Und sie will aber auch, wie viel willst du haben? Drei, Mindestens vier? Mindestens vier. Und wenn ich ganz viel Geld kriege, dann sechs. Gut. Ja, so energisch wie die ist, wird er kein Problem sein. Wir haben einer Leute gefragt, welchen Körperteil lassen Sie sich am liebsten massieren? Josephine. Das Gesicht. Joe? Darf ich ja sagen, sagt das Gesicht. Erste Kreuz. Johanna. Die Hände. Johanna sagt die Hände. Fängt mal gut schon an. Ihr könnt schon mal in die Startlöcher gehen, habt jetzt gleich die Chance. Nicht nur, dass ihr in der letzten Runde anders die bisher erzielten Punkte zu stehlen, sondern auch Punkte, die hinter dem gesuchten Begriff sind. Boah, die können jetzt zuschlagen. Aber ihr seid noch dran. Claire. Die Nackenpartie. Claire sagt die Nackenpartie. Nacken. Okay. Sagen 18 Leute auch, Clive. Herr Doktor. Die Beine. Clive sagt, die Beine. Celia. Die Füße. Celia sagt, immer nach Meinung der 100 Leute, die wir befragt haben, die Füße. So, und jetzt haben die Chance, mit nur einer richtigen Antwort, nicht nur die bisher erzielten Punkte, einen Begriff suchen wir noch, sind auch noch Punkte dahinter, können auf einen Schlag stehlen, dann seid ihr Sieger im heutigen Familienduell. Susanne. Die Schläfen. 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 Schulter. 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 Oh, 2-2. Dominik, du hast es nicht einfach. Warum auch, ne, wenn man gewinnen will. Dominik, deine Entscheidung. Zählt jetzt? Die Schulter. Dominik sagt, die Schulter. Yeah! Und damit ist klar, wir haben neue Sieger im Familienduell mit, ne, eurer Familie mit insgesamt 455 Punkten. Ich brauche auch gar nichts mehr aufklären. Geh einfach noch mal vorbei und reiche ganz schnell ein Schweinchen, ein Spielchen und 10.588 Mark. Und einen Riesenapplaus für Familie Mohr. Schnell, ihr habt jetzt die Chance, gleich beim ersten Mal 10.000 Mark zu gewinnen. Wer spielt mit mir im Finale? Bernhard Dominik kommt ganz schnell und wer mitmachen möchte, ne, Zettel ist ja schon bereit und bleibt, schreibt dann RTL Plus. Wer fängt an? Ich. Die schickt mal gleich weg. Jetzt geht's weiter. Stichwort Familienduell in 5.000 Köln 40. Und wenn Sie Lust haben, mal live dabei zu sein, dann ran ans Telefon 0221 44 80 35. Und jetzt drücken wir Familie Peters die Daumen im Finale. Jawohl, gleich beim ersten Mal haben Sie die Chance, 10.000 Mark zu gewinnen. Ein Brunner war weggeschickt, zusammen gibt es 200 Punkte und dann vielleicht 10.000 Mark. Du weißt, du hast nur 20 Sekunden Zeit. Wenn du mal stocken solltest, sag lieber erst weiter. Vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück. Uhr läuft erst los, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Toi, 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 hier bitte Mucksmäuschen still, denn wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie ein Wort, das mit Mini beginnt. Minirock. Einen Beruf, der eine überdurchschnittliche Bildung voraussetzt. Wissenschaftler. Etwas, das Sie gerne geschenkt bekommen. Süßigkeiten. Eine Sportart der Olympischen Winterspiele. Skifahren. Ein geteiltes Land. Korea. Schnellschuss, gell? Zu allem hat er was gewusst, ob das alles so viele Punkte gibt. Das sehen wir gleich auf unserer Wand. Denn es geht immer darum, was die 100 Leute auf unsere Fragen. Jetzt, der tanzt hier rum wie ein Zanzbär. Der ist nervös, bleibt hier jetzt stehen. So, jetzt gucken wir auf die Wand. Als erstes, wiederholen noch mal die Frage. Haben wir 100 Leute gefragt? Nennen Sie uns ein Wort, das mit Mini beginnt. Also mir wird da vieles einfallen. Dir ist Folgendes eingefallen. Nämlich Minirock. Das sagten auch. Fängt schon gut an. 340 Leute, gleich 43 Punkte. Einen Beruf, der eine überdurchschnittliche Bildung voraussetzt, da hast du gesagt. Das hört sich sehr global an, ne? Sagten auch. Siehste, vielleicht zu global. Dann etwas, das sie gern geschenkt bekommen, hast du gesagt. Süßigkeiten, sagten auch.
vielleicht du, aber gut. Dann, es geht aber nicht um deinen Geschmack, was die anderen Leute denken. Eine Sportart der Olympischen Winterspiele. Du hast gesagt, auch generell Skifahren gibt es ja als solches meines Erachtens gar nicht. Sagten auch, niemand. Das ist schon mal. Und dann haben wir noch gefragt nach einem geteilten Land. Da hast du gesagt, Korea. Aha. Sagten auch. Also hast trotzdem deine Norm erfüllt. Mit 100, komm, mit 107 Punkte. Drei Nuller waren dabei, wie ich mal so schön sage. Mal sehen, drück mal den Daumen, den Bruder ganz schnell die Wand löschen. Wir warten nämlich auf den Bruder. Und du ab zur Familie. Danke. Wo ist er, der Bruder? Da kommt er schon aus dem Dunkeln. Bernhard, jetzt nicht mal umdrehen. Die ist ja alle so sportlich, auch er wackelt so hin und her. Das scheint eine Familienkrankheit zu sein. Durch die Kamera wird seekrank. Du brauchst noch 93 Punkte. Du kriegst dieselben Fragen gestellt, darfst nicht dieselben Antworten geben. Sonst, ja, dann kriegst du auch 5 Sekunden mehr. Du hast also jetzt insgesamt 25 Sekunden Zeit. Ganz langsam. Und die Uhr läuft auch bei dir erst los, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Kannst du noch schnell jemanden grüßen? Oh, ich grüße Haus 1. Haus 1. Sie wissen noch Bescheid. Ja, und Borussia Mönchengladbach. Und jetzt toi 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 und ihr Mucksmäuschen still. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie ein Wort, das mit Mini beginnt. Mini Cooper. Ein Beruf, der eine überdurchschnittliche Bildung voraussetzt. Lehrer. Etwas, das Sie gerne geschenkt bekommen. Ein Auto. Eine Sportart der Olympischen Winterspiele. Slalom. Ein geteiltes Land. Korea. Eins fehlte, ich konnte dir nicht mehr helfen, brauchst du nichts mehr wiederholen. Das suchten wir noch. Gibt's ja einiges. Es gibt auch einiges an Punkten. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen überrascht. Er hat dreimal eine Null dabei gehabt und hat trotzdem 107 Punkte geholt. Also ist noch alles möglich. Wir haben als erstes 100 Leute gefragt, nennen Sie ein Wort, das mit Mini beginnt. Hast du gesagt? Mini Cooper sagten auch? Niemand. Mini Rock war schon die Top-Antwort. Ein Beruf, der eine überdurchschnittliche Bildung voraussetzt. Möllermann war auch mal das. Was hast du noch mal gesagt? Achso, was hast du gesagt? Lehrer, glaube ich, ne? Ja. Bildungsminister und so. Sagten auch 12 Leute. Top Antwort. Oh, viele Punkte. Ein Arzt. Etwas, das Sie gerne geschenkt bekommen. Du hast gesagt, er hat's mit den Autos, ne? Er ist Mini Cooper, ein Auto, sagten auch. Auch niemand. Top Antwort, Blumen. So, jetzt müssen wir uns sputen. Also, eine Sportart der Olympischen Winterspiele, hast du gesagt. Er hat's zu allgemein gesagt, ja. Du sagtest Slalom. Sagten auch. Top Antwort, Abfort. Letzte Antwort können wir uns sparen, da kam eine Null. Korea war schon eine Top Antwort. Schade, kann ich nur sagen. Weitermachen, weiter üben, warum auch nicht? Sie kommen ja noch mal wieder zum nächsten Familienduell. Deswegen sagen wir, da ist unser Publikum, sagen wir auf Wiedersehen den Fans, dann tschüss und Servus zu Hause. Tschö, mach's gut, bis zum nächsten Familienduell. Und die Riesengaudi am Samstag findet statt in Peter Steiners Theaterstadel. Der störrische Kurgast, heute 20.15 Uhr bei RTL. Diese Show servierte Ihnen Nutella. Tschüss.